Wir finden es wunderbar, dass die Klausurtagung der Grünen Landtagsfraktion dieses Jahr in Günzburg ist. Günzburg ist zum einen ein Ort, wo man die Energiewende zum Greifen nah vor sich hat. Zum einen hat Günzburg Deutschlands größtes Atomkraftwerk, zwei alte Siedewasserreaktoren, die abgeschaltet werden müssen, deren Energie wir aber auch durch regenerative Energiequellen ersetzen müssen. Und da kann man natürlich auch beispielsweise in Günzburg über die Landesgrenze nach Baden-Württemberg schauen und sehen, wie man dort schneller zu der Ausweisung von Standorten für Windenergie kommen kann, als es derzeit in Bayern momentan noch der Fall ist. In Günzburg sind weiterhin auch sehr viele Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, Unternehmen, die mit der Produktion von Solarenergie, mit der Produktion von Komponenten für Windkraftanlagen gutes Geld verdienen. Aber wir haben auch viele Unternehmen, die mit Energieeinsparen Geld verdienen, die damit Geld verdienen, dass sie sehr energieeffiziente Geräte herstellen, dass sie beispielsweise auch interessante Komponenten für Gebäudesanierung bereitstellen. In Günzburg werden wir natürlich auch über Bildungspolitik diskutieren. Wie kann unser Bildungssystem inklusiv sein? Wie kann unser Bildungssystem gerechter sein, dass eben alle Kinder dieselben Chancen haben? Und hier freuen wir uns natürlich auch auf den Austausch mit unseren Baden-Württemberger Kollegen.